Hallo, das Jahr 2014 ist fast gelaufen. In ein paar Tagen ist wieder Weihnachten. Das zurückliegende Jahr war in jeglicher Hinsicht wieder ganz außergewöhnlich. Es gab viele Presseaufträge und wir haben spannende Reportagen und Interviews gemacht. Seit Sommer arbeiten wir auch mit Zooming TV zusammen, dem größten europäischen Videokanal. Unsere Beiträge waren bei Welt.de und auf vielen bekannten Webportalen zu sehen. Wir haben unser Team im Laufe des Jahres erheblich erweitert. Dadurch sind wir noch ideenreicher, kreativer und flexibler. Atemlos durch die Nacht. Ein ganz besonderes Projekt war die Aufnahme einer historischen Schulstunde aus der Kaiserzeit. Das beste Publikum der Welt, das ist Willingen. Stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe. Viva Willingen war total abgefahren und die Mongolfiade in Warstein ein echter Hingucker. Ja, und dann haben wir auch noch einige Produkte und Imageclips für unterschiedliche Unternehmen gemacht und die dann auch noch in verschiedenen Sprachen synchronisiert. Mit schon mal ungewöhnlichen Begegnungen. Tobi, was war dein persönliches Highlight im letzten Jahr? Auf jeden Fall die 3 Tage beim Altstadt Kulturfest. Ja, mein Highlight waren die Feuerspucker beim mittelalterlichen Markt. Mein persönliches Highlight war Dynamit auf Rädern. Die Monster Trucks bei Dynamit auf Rädern waren mein persönliches Highlight. Mein persönliches Highlight war das Eröffnungskonzert von MadCon beim Skispringen 2014 in Willingen. Was hat dir am besten gefallen? Ja, da brauche ich nicht lange zu überlegen. Die super Zusammenarbeit im Team war echt klasse. Ja! Ja! Wir wünschen euch und Ihnen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und Erfolg und Gesundheit für das neue Jahr 2015.